Und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Oblivion. Letztes Mal sind wir hier nach Xedelian gereist und haben den Resonator wieder angeworfen. Und nun... Gestattet mir euch zu leiten. Ja, können wir anscheinend eine Gruppe Abenteurer hier durch Xedelian schleusen und dann ein bisschen mit Überraschungen bescheren auf dem Weg. Womit kann ich euch behilflich sein? Anweisung. Während sich die Abenteurer ihren Weg durch die Kammer von Xedelian bahnen, stoßen sie auf Hindernisse, die ihr an diesen Kontrolltafeln auswählt. Cool. Ihr müsst lediglich entscheiden, was aus dem Abenteurern wird. Wollt ihr sie in den Wahnsinn treiben oder langsam töten? Wie wähle ich aus? Woher weiß ich, wann ich fertig bin? Übernehmt ihr das Saubermachen? Nun, die Toten werden beseitigt, keine Sorge. Das ist meine Aufgabe. Diejenigen, die das Glück haben, nur wahnsinnig zu werden, erhalten permanent Wohnrecht auf den Shivering Isles. Oh, wie schön. Das ist ja ein guter Deal. Erklärt die Wahlmöglichkeiten, die ich habe. Für jede Kammer gibt es zwei Optionen. Wenn ihr auf den entsprechenden Knopf drückt, läuft ein Ereignis ab, das die Abenteurer erleben. Das eine schadet dem Körper. Für gewöhnlich tödliche Fallen oder Kreaturen. Etwas, woran die Bewohner von Dementia Gefallen finden. Die andere Option ist eher geistiger Natur. Die Abenteurer verlieren dadurch den Bezug zur Realität, was den Bewohnern von Mania eher entspricht. Die Einleitung von Sporengas verstärkt natürlich die Wirkung bei den Mania-Optionen. Wie wähle ich aus? Ganz einfach. Ihr wartet, bis die Abenteurer in Position sind und dann drückt ihr einen Knopf. Wer von ihnen überlebt, kommt in die nächste Kammer und so weiter. Es ist wirklich ziemlich genial. Ja, auf jeden Fall. Wie ihr wollt. So, Kammer. Ich werde euch gerne jede Kammer beschreiben und die jeweiligen Vorgänge erklären, während wir durch Xedelian schreiten. Ach, wie nett. Die erste Kammer ist die Kammer der Knorze. Auf Knopfdruck könnt ihr einen Schwarm winziger Knorze erscheinen lassen, welche die Abenteurer angreifen. Oder wenn ihr gnädig gestimmt seid, können wir die Abenteurer durch einen scheinbar mickrigen Knorz terrorisieren lassen, der blitzschnell auf das Zweifache ihrer Größe anwächst. Das halluzinogene Sporengras, das wir in die Kammer leiten, wird die Opfer in dem Glauben bestärken, dass die Kreatur vorhat, sie zu töten. Auch wenn sie da auf dem Holzweg sind. Wie lustig. Oh Mann. Die erste... Ja, das hatten wir ja. Das Resonator des Urteils. Der Resonator zieht Abenteurer an, indem er eine Art magischen Sirenenruf erzeugt. Sheogorath nutzt den Resonator, um das Beste vom Besten herauszusieben. Wie ihr es nennt, die Besten der Schlechtesten, um die Inseln zu bevölkern. Ganz schön clever, wie? Ja. Richtig ausgefuchst. Wie schön, wieder im Geschäft zu sein. Gut. Ich mach mal ein Quick Save. Nur was ist was? Riesenknurz, Knurzschwarm, wir machen den Riesenknurz. Was zum Dädra ist das denn? Das soll einer der entsetzlichen Wächter sein, von denen die Geschichten erzählen? Vorsicht! Hinter dieser Kreatur steckt vielleicht mehr, als man auf den ersten Blick denkt. Welch ein Witz! Los, wir erledigen das Ding und ziehen weiter. Ich mich meine Augen, was ist das Vieh? Bei den Göttern, man hört das auf. Lauft ums liebe Leben! Kommt zurück, ihr Feiglinge! Hier stimmt was nicht! Die ganze Zeit war das bloß ein Trugbild. Raffiniert. Moment! Was hat Levin? Er gibt keinen Sinn. Müsste tot sein. Was? Wer? Ich glaube, dieser Ort hat ihm zugesetzt. Vielleicht sollten wir gehen. Nein, wir holen ihn ab, wenn wir gehen. Er muss sich selbst durchschlagen. Ach, wie nett. Ich habe den Riesenknorz auf die Abenteurer in Xedelian losgelassen, weil er glaubte, dass ihm der sichere Tod bevorstand, hat Levin, der Spitzbube, den Verstand verloren. Ich sollte in den nächsten Aussichtsturm gehen und entscheiden, auf welches Hindernis die Abenteurer als nächstes stoßen sollten. So, die nächste Kammer. Womit kann ich euch behilflich sein? Habt ihr... Okay. Ihr macht euch bis jetzt ganz gut. Weiter so. Danke.
Womit kann ich... So, jetzt kann ich mir hier Infos holen. Die zweite Kammer von Xedilian ist die Kammer der Habgier. Die Abenteurer werden ihre Gefühle der Habgier beim Anblick der riesigen Schatzhaufen hinter diesem Tor zügeln müssen. Ihr könnt eine Feuerfalle auslösen, während sie vor dem Tor stehen und ihnen großen Schaden zufügen. Oder ihr könnt die Kammer mit Hunderten von Schlüsseln füllen und zusehen, wie sie verzweifelt nach dem Richtigen suchen. Das kommt beim Publikum immer an. Ja, so eine Feuerfalle ist ja schon ein bisschen lahm, ne? Ihr macht euch bis jetzt ganz gut. Weiter so. Schau, ich hab's dir gesagt. Ein Schatz. Holen wir ihn uns in Delius. Bling! Schlüssel fallen lassen. Mist, der Käfig ist abgeschlossen. Komm, Ork, Vorsicht. Das sieht zu schön aus, um wahr zu sein. Wenn nur Levin hier wäre, mit ihm wären wir sofort hier durchgekommen. Wir sind auf uns allein gestellt. Glaubt ihr, dass ihr die Tür aufbrechen könnt? Vergesst es. Das ist offensichtlich eine List. Nichts wie weg hier. So nah und doch so fern. Wenn wir nur den Schlüssel hätten. Halt! Hört ihr etwas? Ah, wie cool. Seht her, Schlüssel. Einer von ihnen muss das Tor öffnen. Wir sind reich. Syndelius, lass uns hier abhauen. Das ist offensichtlich eine List, um unsere Zeit zu vergeuden. Wenn ich ihn sehe, werde ich ihn erkennen. Ja, er muss hier sein. Das ist alles nur Täuschung. Kommt jetzt einfach mit. Zu spät. Den Schlüssel finden. Unendlich reich werden. Ha, wie ihr wollt. Ich habe Syndelius, den Magier, in den Wahnsinn getrieben, indem ich hunderte von Schlüsseln auf den Boden schüttete, was ihn davon überzeugte, dass einer von ihnen das Tor zum riesigen Schatz öffnen müsse. Jetzt ist nur noch Gromog übrig, der Anführer der Gruppe. Ich sollte in den letzten Aussichtsturm gehen und entscheiden, welches Hindernis das letzte für diesen sturen Ork werden soll. Zu schade, dass keiner dieser Schlüssel ins Schloss passt. Oh Mann. Kann ich mir richtig gut vorstellen, dass das dem alten Cheogorath hier gefallen hat. Wie ich sehe, war es eine kluge Entscheidung von Fürst Cheogorath, als er euch erwählte, um Xedilian zu befreien. Wie kann ich euch jetzt weiterhelfen? So, erklär mir mal, was in der letzten Kammer vor sich geht. Die dritte Kammer von Xedilian ist die Kammer des Anathema. Ihr Inhalt soll dafür sorgen, dass hier die Endbegegnung stattfindet. Die Abenteurer werden Qualen ausgesetzt, die ihre Vorstellungskraft übersteigen. Visionen der Abscheulichkeit, des Todes und der Bosheit hausen in diesem Raum. Wenn ihr über eure Opfer Verderben bringen wollt, könnt ihr einige Leichen wiederbeleben und zusehen, wie sie ihren Hunger stillen. Oder wir können die Illusion erzeugen, dass der Abenteurer stirbt und sein Geist aus seinem Leichnam emporsteigt. Ein Riesenspaß für alle. Das stimmt. Dann, so plötzlich wie wir den Abenteurer töten, beleben wir ihn wieder. Nur wenige Seelen können diese Art der Folter standhalten. Tod lebendig, tod lebendig, tod lebendig. Ihr macht euch bis jetzt ganz gut. Weiter so. Ruhig, Gromog. Bleib ruhig. Du hast schon Schlimmeres überlebt. Was kann dir denn noch an diesem Ort begegnen? So, Geisterillusion. Was? Wie zum Dädra kann ich denn tot sein? Das ist unmöglich. Mich hat nichts getötet. Ich kam nicht einmal dazu zu kämpfen. Keine Chance, mich zu verteidigen? Keine Chance zu kämpfen? Warum? Unmöglich. Das ist unmöglich. Gromog hat noch nie einen Kampf verloren. Nie! Indem ich Gromog dazu brachte, zu glauben, er sei gestorben und zu einem Gespenst geworden, habe ich ihn in den Wahnsinn getrieben. Jetzt sind alle Abenteurer erledigt und ich sollte mit Kiliban reden. Ihr habt mit den Eindringlingen kurzen Prozess gemacht. Cheogorath sollte stolz sein, einen so tüchtigen Lehrling zu haben. Wenn ihr jetzt bitte auf die letzte Teleporterplatte tretet, dann werde ich euch in der Empfangskammer treffen, damit wir euren Verdienst einsammeln. Verdienst. Ich fürchte, ihr habt Xedilians Ressourcen erschöpft. Das war die letzte Kammer. Oh, wie schade. Macht euch keine Gedanken. Ihr bekommt eure Beute im Nu.
Nach altem Brauch wird euch in Anerkennung eurer guten Dienste ein Fokuskristall zuerkannt. Ich lasse ihn an den Palast schicken und im Hauptsaal aufstellen, falls ihr es euch ansehen wollt. Ihr spracht von Belohnung? Oh ja, natürlich. Anscheinend wurde eine sehr ungewöhnliche Waffe bei dem Ork-Krieger Gromok gefunden. Ihr habt so etwas noch nie gesehen, aber vielleicht findet ihr in seinem Tagebuch etwas Nützliches darüber. Darüber hinaus dürft ihr aus der Beutetruhe nehmen, was ihr sonst noch so benötigt. Ihr habt es euch verdient. Ihr könnt natürlich jederzeit gehen. Einfach diesen Gang entlang. Viel Glück. Danke dir. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Morgenzahn. Klinge nähren Anschlag. Feuerschaden. 27 Schaden. Umbra ist natürlich immer noch besser. Und das Ding ist, Klinge einhändig. Warum bin ich so überladen? Kann mir das mal einer sagen? Donnerschlag, Stab der Würmer, Wiederbeleben, Sturmwurfe. Oh Mann, ich hasse das, wenn ich irgendwas aussortieren muss. Das Ding werde ich eh nie anziehen. So, was gibt's denn in der Beutetruhe? Talisman der Beihilfe. Leben wiederherstellen. Sehr schön. Ritter der Ordnung? Was ist hier los? Was soll das? Was sind das für Penner? Verschwindet! Ich bin auf eurer Seite. Erbärmlich. Geh fort! Bevor ich Xedilian verließ, wurde ich von drei merkwürdigen Wesen in ebenso seltsamer Rüstung angegriffen. Ich sollte Kiliban fragen, ob er etwas über sie weiß. Das war ein harter Kampf. Ich hoffe, ihr seid unversehrt. Was waren das für Wesen? Ihr kennt die Legenden nicht? Wie ist das möglich? Diese Kreaturen, wie ihr sie nennt, sind überhaupt keine Kreaturen. Es sind seelenlose Abscheulichkeiten, bekannt als die Ritter der Ordnung. Dass sie vom Resonator angezogen werden, ist nicht verwunderlich. Er wurde aus einem der Obelisken gebaut, mit denen die Inseln übersät sind und die ihnen zu gefallen scheinen. Ihr müsst sofort zu Sheogorath gehen und ihm sagen, dass die Ritter zurückgekehrt sind. Schnell! Schnell jetzt! Geht! Ja, ich gehe ja schon! Pures Ordnungsschwert. Herz der Ordnung. Jygalaks Gunst. Ich nehme das gerade mal mit. Man weiß ja nicht, wofür man es braucht. So, hier ging es raus. Skalone sind kolossale Sumpfwesen mit enormer Kraft oder irgend sowas. So, zurückreisen werden wir aber mit der Schnellreise jetzt. Nochmal laufen muss ich nur nicht. So. Palast von Neu-Sheod. Warte, wir reisen erstmal nach Tigeln. Und hier schauen wir dann mal, was wir mit dem Wahnsinnserz anfangen können. Ich hab den Taxa gesehen. Nein. Und ich habe ihn gemackt.
Ach, Fribbel. Der Wahngott segne euch, Bürger. Geht ohne Furcht. Galbursten es. Sag dem Dagen Bescheid. Sag dem Dagen Bescheid. Okay, ich werde dem Dagen sofort Bescheid sagen. Nachdem ich bei Gillette war. Gillette macht 3. Wenn ich sie denn finde. Ich bin so satt, überhaupt nicht hungrig. Ich glaube weiter hoch. Ja, genau hier. So. Etwas Geschliffenes und Scharfes? Macht eure Feinde klebrig mit Blut. Sieht so fertig aus. Waffe schmieden. Was wünscht ihr? So, ich mach einfach mal Schwert. Schnitzt ein fröhliches Lächeln. Lasst das Blut über eure Hände rinnen. Verbrühen des Wahnsinns Langschwert hinzugefügt. Siebenundzwanzig. Tja. Schade. Nein, nicht speichern. Ich will laden. Sehr, sehr schade. Gut, dann probieren wir noch die Rüstung. Kahn Himmel reift schon. Kahn Himmel reift schon. Vielleicht reißt es ja die Rüstung raus. Ich glaube, diese Matrix-Dinger, die braucht man, um davon ein magisches Teil herzustellen oder ihr so. Ihr bleibt mir treu. Das ist gut. Ich schneide euch die Kehle durch, wenn ihr zu dem anderen Schmied geht. Okay, Gillette, ich bin schon... ich bin still und bleib bei dir. Was begehrt ihr? Genau, magischer Brustharnisch, magische Beinschienen, 3 Stück und Matrix. Cool. Haben wir 5? Die Klinge des Feindes wird am glatten Metall abrutschen. Eine sanfte Liebkosung. So. Tschüss. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Unser 22. Das gibt's doch nicht. Aber festigen Stärke 12 Punkte, das ist natürlich schon... Das ist natürlich eine Nummer, ne? Da könnten wir ja glatt mal auf die 3 Rüstungspunkte scheißen. Und außerdem sieht das Ding auch ziemlich geil aus, muss man sagen. Also 12 Stärkepunkte, da kann ich nicht nein sagen. Ich guck mal gerade, haben wir noch welche? Ich glaube, wir haben keine mehr, ne? Ich glaube nicht. Na doch, 2 haben wir noch. Fehlt uns noch 1, dann hätten wir die magischen Beinschienen machen können. Aber gut. Ihr bleibt mir treu. Machen wir dann. Braucht ihr etwas Scharfes? Zum Hauen und Stechen oder so? Damit kann ich dienen, das versichere ich euch. 1200, wir verkaufen jetzt erstmal was. Das Ding. Das ist ein faires Angebot. Das erscheint mir fair. So. Unsere detrische Rüstung, die behalten wir mal. Falls ihr wieder... Tschüss. Ciao. Und falls es eine Matrix für das Langschwert gibt, wenn wir das irgendwie mit Magie versehen, vielleicht ist es dann ja okay. Aber nur vielleicht. Muss man sich dann angucken. Muss man sich dann echt angucken. Aha.
Das Ding war ja gar nicht richtig repariert. 24. 24 versus 23. Woo! Besser! Geil! Sehr schön! Ich bin begeistert. Das Ding heben wir aber trotzdem auf. Sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. Und die sieht auch echt schick aus. Brauchen wir nur genug Wahnsinnserz. Hier kommen doch gleich diese Kristallritter. Sprecht, Bürger. Glubschauge. Wie kann ich... So, wir speichern mal. Ist mir wie immer ein Vergnügen. Mit dir rede ich nicht. Nun denn, was könnt ihr Neues berichten? Ich wurde von Rittern angegriffen. So bald schon? Vermutlich nicht so überraschend. Darüber sprechen wir später. Wir müssen euer kleines Hirn jetzt nicht damit belasten. Und Sedilian? Da ihr hier steht, nehme ich an, dass ihr Erfolg hattet. Oder extrem verwirrt seid. Beides. Oder dass es euch an Urteilsvermögen fehlt. Xedilian funktioniert wieder. Wunderbar. Zeit zum Feiern. Los! Käse für alle. Moment. Kommando zurück. Kein Käse. Wenn man keinen Käse mag, ist das schon so gut wie eine Feier. Oder... Aber ich mag Käse. Ihr seid wie eine brave kleine Ratte durch das Labyrinth gerannt. Doch noch bekommt ihr keinen Käse. Höchstens ein kleines Stückchen. Ich habe euch einen neuen Zauber verliehen. Die Fähigkeit, Haskell, meinen Haushofmeister, zu beschwören, damit er euch auf euren Reisen hilft. Er weiß eine Menge. Mehr, als er selbst weiß. Probiert es doch gleich einmal aus. Beschwört unseren Freund zu euch. Ich warte so lange. Er macht mir schon so ein bisschen Angst. Quest aktualisiert, den Wahnsinn verstehen. Er macht mir echt schon so ein bisschen Angst. Husky beschwören. Husky beschwören für 5 Sekunden an selbst. Ah, unser Fürst hat euch die Macht verliehen, mich zu beschwören. Wie wundervoll für mich. Wenn ihr mich beschworen habt, kann ich euch Rat zu eurem derzeitigen Vorhaben geben. Was ihr dann mit meiner Weisheit macht, liegt vermutlich bei euch. Versucht, eure Macht sparsam einzusetzen. Ich habe Pflichten zu erfüllen und die sind sicherlich wichtiger, als euch das Händchen zu halten. Glaubst du? Glaube ich nicht. Und da ist er auch wieder weg. Witzig. Ist das nicht zum Schreien? Ich persönlich liebe es. Es ist eigentlich das Beste daran, ein Daedra-Fürst zu sein. Kommt schon, versucht es noch einmal. Ihr mag das. Oh, wirklich? Ach, schon wieder beschworen. Mein Fürst hat so große Freude daran, genau wie es ihm zusteht. Ich nehme an, dass ihr fürs Erste fertig seid. Mal sehen, was passiert, wenn ich das nochmal mache. Ja, ihr seid recht gut in euren neuen Fähigkeiten geworden. Wie ich schon sagte, versucht eure Macht nicht zu missbrauchen. Nein, nein, ich doch niemals. Würde ich nie tun, Haskell, echt nicht. Hatten wir das nicht schon abgehakt? Ich glaube, ihr beherrscht eure neue Fähigkeit. Ich muss sie perfektionieren, Haskell. Komm, einmal noch. Oh, Torwächterkopf-Nachbau. Sag mir noch was dazu. Ich war doch genau da. Ihr hättet einfach nur zu mir rüberkommen können.
warum sollte ich das tun, wenn ich dich auch beschwören kann? Sag mir was hier drüber. Okay, zu spät. Haskell! Haskell! Ich vermute, ihr amüsiert euch. Ja. Ah, köstlich. Fokuskristall. Ach so, hier werden dann so wie so Trophäen platziert. Haskell, das hättest du mir mal sagen können. Können wir jetzt damit aufhören? Das hättest du mir aber auch sagen können. Wurzeltür zu die Quelle? Was? Haskell, sag mir was dazu. Haskell, was ist das? Ihr habt doch sicher etwas Besseres zu tun. So, gut, jetzt ist wirklich Schluss. Gut, gut. Ihr werdet alle Hilfe brauchen, die ihr finden könnt, wenn ihr Jygalak besiegen und den Grauen Marsch aufhalten wollt. Und wenn ich das nicht will? Oh, rechnet nicht damit, den lieben Haskell irgendwo außerhalb des Reichs beschwören zu können. Er verlässt nur ungern meine Gegenwart. So etwas gibt es. Jygalak, wer ist das? Der Daedra-Fürst der Ordnung. Oder der Kekse? Nein, Ordnung. Und das ist jetzt nicht irgendwie nett gemeint. Trostlos, farblos, leblos. Öde, öde, öde. Und kein Freund meiner Werke. Das kann ich euch sagen. Hasst sie, hasst mich. Ein wenig engstirnig. Versteht ihr? Ihr habt seine Ritter gesehen. Nicht gerade lieb und kuschelig. Kein einziger eigener Gedanke in ihren leblosen Hüllen. Und jetzt werdet ihr mir helfen, ihn aufzuhalten. Ich? Wie? Schon wieder diese pedantischen Kleinigkeiten. Schweigt! Sonst bringe ich euch zum Schweigen. Wir kommen schon noch rechtzeitig dazu. Im Augenblick habt ihr andere Aufgaben. Was ist der Graue Marsch? Ein Ereignis. Eine Bewegung, eine Art Apokalypse, geschieht in jeder Ära, am Ende der Ära. Und das heißt jetzt. Der Graue Marsch kommt. Und Jygalak wandelt unter uns. Oder er rennt. Niemals hüpft, schleicht oder stolziert er. Meistens zerstört er einfach alles so cool. Um sich herum. Was wollt ihr jetzt von mir? Bitten? Bitten? Ich bitte nicht. Ich befehle. Dies ist mein Reich. Wisst ihr noch? Meine Schöpfung, mein Ort, meine Regeln. Ja, ich hab schon verstanden. Schaut euch nur einmal an. Keine Vorstellung, wo ihr da reingerutscht seid. Keinerlei Gefühl für den Ort. Ihr wisst noch nicht einmal wirklich, wo ihr seid. Nicht wahr? Vermutlich tun das nur wenige. Aber darum geht es nicht. Wir werden euch eine Kostprobe davon geben, wo ihr euch befindet. Ihr werdet es erfahren. Lernen? Was lernen? Zwei Hälften, zwei Herrscher, zwei Orte. Treffen und Begrüßung. Tut ihren Willen, damit ihr erfahrt, worum es bei ihnen geht. Der Herzog von Mania und die Herzogin von Dementia. Sucht sie auf. Und lasst euch zeigen, was Neu-Sheod ist. Lasst euch überraschen. Sobald ihr versteht, was mein Reich ist, versteht ihr vielleicht auch, warum es so wichtig ist, es unversehrt zu bewahren. Und vielleicht findet ihr unterwegs neue Freunde. Das ist immer nett. Ja, das ist wirklich immer nett. Neue Freunde, das habe ich gern. Quest angefügt, Sucht. Syl, Tardon, Jygalak, Grauer Marsch, Obelisken. Ja. Ihr habt sie also gesehen? Komische Dinger. Sie waren schon immer hier. Aber sie stammen nicht von hier, wenn ihr versteht, was ich meine. Auf dem Grauen Marsch könnt ihr diese Ritter der Ordnung in ihrer Nähe sehen. Sie werden von ihnen angezogen wie Fliegen vom Honig oder vom Gammelfleisch. Schon mal darüber nachgedacht, warum Fliegen beides mögen? Lieber nicht fragen. Jygalak, Syl, Grauer Marsch. Wir machen erstmal Grauer Marsch. Jygalaks Zeit ist gekommen und es ist keine gute Zeit. Ihr werdet mir helfen, sie zu beenden. Doch zunächst müsst ihr etwas davon verstehen. Ich kann nicht von euch erwarten, etwas zu retten, das ihr nicht versteht.
Darum sprecht mit meinen Herzögen. Verschafft euch Wissen über Mania und Dementia. Versucht nicht zu sterben. Ich werde es versuchen. Ein anderer Daedra-Fürst. Kein besonders netter. Ich glaube wirklich nicht, dass irgendeiner der anderen Fürsten ihn mag. Ich meine, selbst Malakat ist auf Festen willkommener. Und Malakat ist auf Festen nicht gern gesehen. So, Syl? Die Herzogin von Dementia. Immer argwöhnisch, immer besorgt. Irgendwie eine Gefangene in ihrem eigenen Haus. Und eigentlich eine entzückende Gesprächspartnerin. Es ist schwieriger, sie zu sehen als Tardon. Vielleicht solltet ihr um eine Audienz bitten. Das werde ich tun. Und wer ist Tardon? Der langjährige Herzog von Mania. Ein Meister der Fröhlichkeit, wenn ihr so wollt. Und wenn ihr nicht so wollt, ist ihm auch das egal. Okay. Gut. Ciao. Kommt bald wieder. Sonst reiße ich euch die Augen raus. Ah, man muss ihn einfach gerne haben. So. Wie kann ich zu dir? Ich speichere hier mal. Und werf mal einen Blick auf die Karte. Achso, die sind beide hier. Oder was? Nein. Fasst euch. Ah, Haus von Mania, okay. Aber das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Dann, ja, bis morgen. Ciao.